Der Nachtclub Puls in Günzburg. Security Peter Walter sorgt mit 12 Kollegen für die Sicherheit am Einlass und im Club. Holst du das bitte raus? Muss abgenommen werden. Am Eingang kontrolliert Peter Walter die Gäste. Ich gucke mit auf die Gäste, wie sie sich benehmen, wie sie sich aufführen. Ob eine kleine Gewalt, Aggression schon dabei ist, sieht man meistens schon, wie sie sich benehmen. Und habe in dem Fall einen kleinen Überblick auf die Komplettsituation. Sein Team führt Ausweis- und Körperkontrollen durch. Kommst du zu mir? Wenn ich anfange, am Körper zu filzen, ist wichtig für mich, dass ich von oben an runterwärts, Kapuze, Mütze, die muss abgenommen werden. Hallo. Es ist besser, wenn die Jacke an ist. Ach so. Zieh sie mal an, ist einfacher für mich. Weil wenn die Jacke ausgezogen ist, ist es für mich schwieriger, sie zu durchsuchen. Holst du mal raus? Die Schlüsselbunde geht es darum. Viele haben kleine Taschenmesser dabei und die müssen halt abgenommen werden, da hilft nichts. Ne? Ist alles, ne? Alles klar. Ja. Viel Spaß. Danke. Ciao, ciao. Wichtig ist auch hinten, dass man hinten sehen kann, weil viele stecken sich auch hinten einfach was rein. Ne? Beste Versteck. Alles klar, viel Spaß. Dankeschön. Die haben Verständnis dafür. Also wo wir es dann eingeführt haben, haben viele auch gesagt, sie fühlen sich sicherer. Sie wissen einfach, dass was getan wird. Und von dem her wird es positiv angenommen, definitiv. Also haben wir noch nie irgendwas gehabt, die sich gewehrt haben. Und die, die sich wehren, die haben meistens was zu verbergen. Ja. So, Handtasche dabei? Nee. Also dann gleich durchgehen zum Kollegen. Einmal durch die Handtasche. Nimm mal bitte raus. Muss abgenommen werden. Holst du das bitte raus? Das kannst du wiederholen, sobald du rauskommst. Gibst du einen Kollegen? Der tut es auch gut. Das haben wir am Pfefferspray gefunden, was sehr oft vorkommt als Sicherung, wenn man unterwegs ist am Abend. Aber mit reinnehmen darf man es einfach nicht, weil es zu gefährlich ist. Wenn man das einmal drin versprüht, dann kann man räumen die Disco, weil das ist da nicht auszuhalten mit dem Pfefferspray. Ne? So. Das ist eine Jogginghose. Das ist eine Jogginghose. Da schnell rein. Wir haben Kleider aus. Da muss ich meine Rest holen. Ja, dann hol sie mal schnell. Er kommt nicht rein. Warum? Ja, Jogginghose. Wir haben Kleiderordnung. Jogginghose geht nicht. Ja, tut mir leid. Ja, entweder daheim schnell umziehen, ich weiß nicht, wo er herkommt. Ja, oder keine Ahnung, wie ihr das am besten haben wollt. Also es bleibt euch überlassen. Ihr könnt auch heimfahren oder mit dem Taxi heimfahren, wie auch immer. Die Hose wechseln, dann könnt ihr ohne weiteres Probleme, könnt ihr dann Party machen. Aber was das angeht, geht's leider nicht. Also, okay, viel Spaß. Über Funk erhält Peter den Hinweis, dass er dringend einen Kollegen im Club unterstützen muss. Wer ist mit dir hier? Wir haben nichts verhältnismäßig. Wer steht da? Wir suchen hier. Du sagst, ich warte draußen hier im Eingang. Ja. Sie holt sie, womit ihr da ist, okay? Ja, also die Folge kann man uns zeigen. Ich soll sie auf den Hocker setzen. Oh Gott! Geht's dir gut? Oh, ja. Ja, wunderbar. Super. 16 geworden. Muss man gleich mal ins Pool. Muss man feiern. Und richtig übertreiben. Wer ist die Aufsichtsperson? Der kommt gleich. Ja. Ich bin zwar Schwester, aber nicht die Aufsichtsperson. Hat seine Gründe. Wer bringt sie nach Hause? Ein Freund, der kommt gleich. Genau, okay. Das ist wichtig. Aber nicht. Sie kommt, nein, ich sag nicht. Aber chill bitte. Bitte.
30 Jahren rum. Wenn du kommst, bevor du fast Mittag schießt. Okay? Ja. Soll man Kübel holen oder sowas? Ich glaub, sie hat schon alles raus. Die waren scharf im Kuh. Das macht. Aus Erfahrung wissen wir, dass das nicht alles ist. Ja, okay. Nee, ich muss nicht mitkotzen. Okay. Ja, hier kommt was. Sie wusste, alles gut. Das Problem ist, draußen ist es zu kalt. Wir haben vorhin schon jemanden gehabt. Die frieren sich total draußen. Ja, aber haben Sie kalt an der Hose? Nein. Die Kübel oder so habt ihr nicht da. Wenn ihr so muss, dann sind wir auch Kübel. Ja, ich hab grad gefragt. Ich hab grad gefragt. Also wir schauen gleich. Ja? Falls sie kotzen muss. Besser wie gar nichts. Ja. So. Wie heißt du? Wie? Cool. Also hier. Im Fall. Alles gut. So. Schon wieder eine Dame, die so viel ins Gras getrunken hat, hat Geburtstag gehabt und deswegen feiert sie heute. Die holen jetzt die anderen Leute raus, wo Aufsichtsperson ist, und dann gehen sie nach Hause. Wir heute haben. Ja, bei uns hat man wie ein Dad. Ist da ein Kirschen? Aber jetzt, mein Dad verlässt er dann los. Also gehst du mit heim? Ja, ich geh genau. Ja, warte, da hast du dich auch zu. Ja, warte, ich muss schon. Wo wollt ihr hin? Ja, hol die Jacke, hol aus die Jacke, dann gehen wir raus. Hallo, du bist genauso voll. Lehn dich bitte an die Wand. Jetzt immer alles. Halt! Okay. Ach du Scheiße! Die andere, die kam dazu, wollte helfen, aber die ist selber sehr betrunken. Und von dem her müssen dann alle gehen. Bis jetzt ist halt nur ihre Freundin aufgefallen. Aber jetzt schauen wir. Aber ihr geht's auch nicht besonders blendend. Aber nicht der Hanna jetzt, der Eingang. Ja. Der Eingang ist beschissen. Es geht aber um die Kälte. Es geht um die Kälte. Ja, die hat meine Jacke. Ja, eben. Mal bitte. Junge, Alter, was ist mit euch los? Ja, weißt du. Hallo. Komm, nimm sie an der Seite, wir müssen raus. Komm, auf geht's. Was? Du auch, hoffe ich. Ja, ich hab's auch. So. Dankeschön. Raus, bitte. So. Ungewöhnlich in dem Falle. Ist es sehr ungewöhnlich, da eigentlich mehr die Männer stark trinken. Heute ausnahmsweise sind es die Damen. Hallo. Gehört er zu euch? Nee. Okay. Weil wir warten gerade auf den Vater, damit sie jetzt abgeholt wird. Ja, Papa ist da. Okay. Bitte lad sie einfach ein. Ja, scheint los. Ja, kommt. Bitte. So, wunderbar. Ja, ich suche sie, ja. Ja, ich suche sie. Gut, alles klar. Wunderbar, alles gut aufgeräumt. Dann hoffen wir mal, dass sie morgen nicht so einen starken Kater haben wird. So, also wunderbar. Erst wenn die allerletzten Partygäste sicher den Club verlassen haben, macht sich auch Peter Walter auf den Heimweg.